Ja, Leute, ich habe eure Rufe und Schreie mehrere Monate ertragen. Wann kommt wieder Yandere? Wann spielst du wieder Yandere? Wo bleibt Yandere? Ja, wo bleibt Yandere? Und was eigentlich mit Yandere? Mit der anderen? Mit der Yandern? Und deswegen ist es Zeit, heute Yandere mit jemand Yandern zu bringen. Und zwar mit Henno. Weil ich habe euch schon oft genug gesagt, dass ich das Spiel durchgespielt habe, weil es eine Demo ist und es gerade noch nicht mehr zu spielen gibt. Genau. Oh, fast Nippel gezeigt. Ja, deswegen seht ihr schon, Henno ist wunderschön aufbereitet, weil ich werde ihn heute Yandere zeigen. Er hat das Spiel noch nie gesehen und nichts gehört. Er hat klar, keine Ahnung. Ich kenne das Spiel. Wie, du kennst es auch schon durch. Verarsch mich nicht. Nein. Ich war auf dem Zweitkammer immer so aus Jux. Nein, echt? Nein. Oh Gott, scheiße, das hat das Konzept zerstört. Wie konnte das passieren? Ich habe das alles abgeschworen mit Nadine und. Ja, aber wirklich. Also ich glaube, das ist so ein Flirt-Simulator, so auf einer japanischen Schule, Digga. Ich würde sagen, ich sag dir mal noch nicht, worum es geht. Das wirst du gleich sehen. Du kannst gerne mal auf New Game drücken. Ich habe übrigens auch so ein schönes Outfit. Ich habe auch einen Minirock. Ja, steh mal auf und dreh dich. Zeig mal, was du hast, Henno. Hier sieht man ein bisschen meine Unterhose. Nicht zu hot, Mensch. Das könnte jetzt schon die gefährlich werden. Sich auch konzentrieren können. So, empty fail. Empty also, fail, das heißt fail. Das juckt aber irgendwie. Empty fail. Das ist quasi dein Lover. Wie soll der sein? Ah ja, ideal Lover. Ja, male. Genau, kannst umstylen, wenn du magst. So ein Emo-Boy wäre nice. Oh ja, der hat auch so, der ist so ein Demon. Ah, so Topf und richtigen Deckel finden, ne? Ja. Ich verstehe, Yandere. Yandere. Was heißt das? Ich kann es jetzt noch nicht erzählen, ich erzähle es dir nachher, sonst spoiler ich. Dann weißt du, worum es geht. Oh, hoppala. I found him. Ja, ich hab's so, ich glaube, ich lieg richtig. Okay. Unser Erzfeind. Man macht einfach Konkurrentin komplett aus dem Leben. In dem Game. Nice. Gut umschrieben. Das ist die Bedeutung von Yandere. Eine Frau, die einen Typen toll findet, der sie aber noch die Zuneigung von ihm nicht klar ist und die dann am Ende zum Psychopathen wird, weil sie die Zuneigung nicht bekommt. Wow. Change Panties. Genau, das ist wichtig, weil gegen später schaltest du Panties frei und dann hast du halt mehr Chancen. Vor allem du mega ernst, genau, das ist wichtig. Ich habe halt auch die mit Schleifen Rüschen. Equip ausrüsten. Jo, ich rüste morgens auch immer meine Boxershorts aus. Du hast übrigens auch einen Keller, wie du siehst. Aber das ist egal, wir gehen jetzt aus Schule. Nice. Ich will die alle abstechen. Take Foto, Aim Kamera. Ja, das ist wichtig. Perfekt. Oh. Vorsicht, die dürfen dich nicht bemerken. Henno! Ich wollte seinen Arsch fotografieren. Mach das mal, Heim, ich probier's mal. Genau. Bei Senpai, das ist unser Senpai quasi, da ist es immer sehr wichtig, dass der dich nicht creepy findet. Wenn du ihm zu nahe kommst, siehst du auch, was ich meine. Okay, aber gut. Im Prinzip ist jede Frau hier eine Konkurrenz für dich. Jede Frau? Jede Frau. Was mache ich jetzt am besten? Du kannst dich jetzt einfach gerne mal in verschiedenen Räumen umschauen, gucken, was da alles so Feines liegt, was es für Möglichkeiten gibt. Wie kriegst du am besten wohl deinen Typen rum? Mit ihm reden. Ja, auf dem Tisch liegt was ganz Tolles. Genau, Vorsicht, dass sie dich nicht sieht. Hä? Die hat nach links geguckt. Nein, Henno! Sie hat nach links geguckt. Scheiße, das war der Rektor. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Entscheide dich für was. Flirte mit ihr. Okay. Nö, entschuldige mich. Das ist direkt aus hier bügelt. So, schön. Wo war die Spritze? Also Henno, Lektion Nummer 1. Wir wollen jetzt hier, ich weiß jetzt die Grundprinzipien des Games verstanden. Um an Senpai ranzukommen, müssen wir auf jeden Fall morden. Warum können wir nicht mit ihm einfach reden? Weil wir zu aufgeregt sind. Geh mal zu ihm hin. Hä? Ich kann mit ihm gar nicht reden. Ja genau, du bist zu nervös. Okay. Also wir machen mal Step Number 1, damit du nachher auch mal die Spuren verdecken kannst. Füll mal deinen kleinen blauen Behälter mit Wasser. Genau, da am Wasserhahn. Ja. Sehr schön. Dann machst du gleich mal ein bisschen Bleach rein. Weil wenn wir unsere Kleidung voll Blut haben, müssen wir die auch reinigen. Und dann kannst du später deinen Swiper da rein dippen und putzen. Aber dazu muss erstmal jemand sterben, Henno. Und das gehen wir jetzt an. Okay, dann steche ich jetzt hier wen ab. Oh, aber nicht so offensichtlich. Henno, die ist viel zu stark. Nein, Henno, das wird nicht funktionieren. Hä? Aber ich habe ein Messer und die hat nichts. Oh Gott, aber die Ablonde macht mir einfach nur Angst, ne? Das ist so ein richtiger Mitläufer. Ja, die muss halt als erstes sterben. Nein, du bist nicht, Henno. Okay, ich würde die jetzt einfach mal abstechen. Schnell, bevor sie es merkt!
sie! Attack! Was muss ich machen? Schneid sie durch. Komm. Oh mein Gott. Sie ist zu stark. Durch die Wand geboxt. Sie ist zu stark. Okay, jetzt reicht's. Also, wir gehen in die scheiß Stadt. Oh, ja. Ups. Oh. Da habe ich jetzt... Hallo, der Ausschnitt. Cute Kitty Panties gekauft aus Versehen. So, Cute Panties, Digga, Abfahrt. Oh, süß. Hey, was habe ich für eine Scheiße gekauft? Da müssen hier Rüschen dran und so. Bisschen durchsichtig, so an gewissen Stellen. Die ist auf jeden Fall durchsichtig. Okay, equip mal. Equipped. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal zur Schule. Ich würde halt gerne eine entführen und in meinen Keller sperren. Dann würde ich jetzt ihr Schwert nehmen und den Zeugen hier umbringen. Oh. Schnell die anderen. Oh nein, sie hat's gesehen. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Er schenkt ihr ein scheiß Buch. Genau, und das Buch können wir auch nachher mal schön boykottieren, damit er mal ein bisschen assi ankommt. Sie muss das Buch verlieren, dann ist sie am Arsch. Genau, das lässt die Olle mal lesen. Die andere stretcht. Die andere hat echt so eine Freundin, die sie halt überall hin verfolgt. Das ist halt so nervig, Alter. Unangenehm. Hä, und soll ich jetzt push? Ciao. Ups. Upsi. Ja, so ein Malheur, das passiert halt. Voll auffällig. Jo, aber haben die auch nicht gesehen. Oh, jetzt ist sauer, traurig. Ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Komm, wenn ich jetzt so aus dem Hinterhalt immer einen Stich setze. Oha. Oha. Nein. Scheiße, was mache ich jetzt? Kannst du irgendwas Kann ich jetzt drücken? Nicht Quicktime? Nein, gar nichts. Ach, scheiße, aua. Sie ist noch zu stark. Das ist scheiße. Also Lektion Nummer 1, Menschen töten kommt noch. Wir machen jetzt Lektion Nummer 2, Schlüssel klauen. So, zurück die richtige Taste. Q. R. Scheiße. Nochmal, wir holen uns den Schlüssel. Nochmal, direkt nochmal. Easy. F. E. Sehr nice, du hast ihn. Sehr gut. Und dann gehst du jetzt da schön rein. In die Scheune. Genau, und hol dir mal dein Poison und alles. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin ein gutes Mädchen. Sehr gut. Rattengift. Sehr nice. Sehr gut. Wir machen es jetzt mal auf meine Art. So, jetzt machen wir unseren Unterricht. Wir skillen nur auf Kraft, Digga. So. So, jetzt. Wir gehen runter, bewaffnen uns. Natürlich so, dass keiner sieht. Und dann schneiden wir die komplett auf. Okay, wenn das nicht klappt, machen wir meinen Weg. Time for a break. Time for a break. Schlitz. Chef. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Voll den Kopf, ich hab getroffen. You hurt me. Ey, die verprügelt mich jedes Mal, bricht mir den Arm, das ist scheiße. Ja, ey, Dreckspiel. Jetzt machen wir es auf meine Art und Weise. Hinterhältig, nicht so offensichtlich. I'm not sure what you're trying to do. F. Q. Jetzt reicht's mir aber. R. Q. I'm not sure what you're trying to do. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. An dem Schlüssel geht so eine Leiste runter. Ah, siehst du das? Ah, ja, also musst so, du wenn noch der gleich schneller der resettet. Ja, der resettet jetzt und dann starte ich. Oh mein Gott, nice, ja. Jawohl! Also nice. Ist tatsächlich ziemlich einfach. Wird ein guter Zusammenschnitt. So, Rattengift. Ja, ich kann jetzt Chemiewaffen bauen. Hast du die Spritze schon geholt? Nein, das mache ich jetzt. Nee. Und dann direkt die 1 drücken. Yes. Easy. Hello there. Oh, moin. Servus, moin. Aber ich kann noch mal probieren, hier jemanden zu betäuben. Lauf. Naja. Wasch dich. Lauf. Pack die Waffe weg, du bist voll Blut. Alles gut. Das sind alles. Das bringen die anderen auch um. Schnell. So, schnell, bring die anderen auch um. Ich kann die nicht betäuben. Nee, bring die. Ja, deswegen bringen sie einfach alle um und lauf weg. Alle, die sich töten, töt ihn einfach. Lauf, töt sie alle. Sehr gut. So, jetzt. Töt ihn! Entschuldigung. Ruhe bitte bewahren. Bewahren Sie Ruhe. Maschallah. Okay. Dann würde ich jetzt aufs Rooftop gehen. Lauf, töt ihn da vorne auf. Du hast schon Horrorfantasien. Ach, wo denn? Da geradeaus. Ja, die schwarzen Schatten. Moin. Töt ihn. Tut mir leid, aber zur falschen Zeit, am falschen Ort. Töte sie alle. Hallo.
Alter, wie du mich motivierst. Töte sie alle. Töte sie alle. Los, Henno, töte sie. Und jetzt drück mal A, STRG. Genau, länger, länger, länger. Drück, 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 drück. Ganz oft, ganz oft. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Guck, es geht's dir besser. Wenn du lachst, dann wirst du wieder normal. Am besten, wir gehen jetzt ganz schnell runter, schmeißen die Waffen weg und verbrennen unser Outfit. Reinige dich! Sehr schön. Dann musst du dich jetzt schnell umziehen nochmal. Und dann nimm schnell deine Kleidung mit. Schnell an der Lehrerin vorbei mit dem verbluteten Kleid. Hast du das gesehen? Oh nein, lauf! Nein, nein. Hey, nein! Warum bleibt sie stehen? Warum bleiben sie stehen? Nein. Oh mein Gott, als ob ein Lehrer... Einfach... Oh mein Gott. Scheiße. Ja, so theoretisch müsste ich halt jetzt, glaube ich, um die zu knacken, so einige Informationen sammeln, belauschen, das mit dem Buch, ihren komischen Stalker. Also mit purer Gewalt, so wie das hier, kommt man, glaube ich, nicht weit. How could you do that? Do you realize what you've just done? Nee, was denn? Heartbroken. Hoppala. What's wrong with you? Are you crazy or something? If I can't have you, no one can. Mit der Spritze. Falsch rum, Digga. Ja! Was denn machen? Ich spam mal F. Ach, sie selbst umbringen? What the fuck ist das für ein Game? Ja, das ist das schlechte Ende. Immerhin haben wir das schlechte Ende erreicht. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ich finde, Henno, du hast dich gut geschlagen. Es ist ein sehr kompliziertes Game. Es ist echt nicht easy mittlerweile. Es ist übrigens eine Lernsoftware. Genau. Für soziale Interaktion. Ja, Henno, es war mir wieder eine Freude mit dir. Ja, danke fürs Haben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt Henno ab. Und wenn ihr mehr von Henno sehen wollt in dem Spiel, checkt Henno ab. Dann spammt das auf jeden Fall in den Kommentaren. Checkt Henno ab, hat jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Dynamik bei dem Aussehen. Ja, checkt Henno ab, OnlyFans-Account.